Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Feudal mit dem lieben Fischkopf. Hallo. Und Minjas. Guten Tag, wieso sagst du mal lieber Fischkopf? Das ist doch völlig logisch. Ja, aber Schuss es ist noch jemand dabei. Ist halt so drin. Und es ist noch jemand bei, der Unsichtbare. Bob ist bei uns im Teamspeak. Genau. Und probiert im Hintergrund zu joinen, weil Bob hat ein 5.1, richtig Bob? 7.1. Mach 7 draus. 7.1 USB-Headset und da gibt's einen Bug. Genau, also er hat, er hat so ein Gay 35 von Logitech und da gibt es anscheinend Probleme, wie es auch bei Seven Days to Die damals schon Probleme gab, da stürzt das Spiel regelmäßig ab. Also wir haben jetzt wirklich alles probiert und der Bug ist bekannt. Wir hoffen, dass es bald gefixt ist, dass er bald dabei sein kann, aber wir haben mal als mentale Unterstützung mitgenommen. Danke, Bob. Ja. Okay. Und jetzt unser nächstes Projekt ist wir zeigen ein was. Haus bauen. Genau, also mit dem Tunnel haben wir rausgefunden, beim letzten Mal haben wir uns ja wirklich abgemüht und das dauert einfach verdammt lange. Selbst wenn auf dem Server das Ganze mal 25.000 gestellt ist, dieses Tunnel-Ding. Das kann man ja vielleicht ganz kurz am Anfang zeigen, bevor wir hier die Fläche flatten. wenn man hier hingeht und sieht dieses Stück, das hier von dem Tunnel, und man guckt auf die Seite und geht hier bei Prospecting, oder wie das heißt. Also bei Prospecting gibt es ja dieses Probing. Dann macht er praktisch eine Probe von dem Boden, so mal ganz grob gesagt. Und hat er jetzt abgebrochen? Ich sehe keine Meldung mit dem Log. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig geprobt. Auf jeden Fall wirft er. Wirft er unten. Jetzt Total Amount of Material Left in Z Block is 16%. Genau. Okay. Also, genau, 16%. Das heißt, das Tunneln, wir haben es auf 5-fach gestellt, den Maximalwert, wie man Sachen abbaut. Das dauert einfach Ewigkeiten, hier ein Stück rauszuzimmern. Also weißt du was wir gar nicht bedacht haben oder nicht nachgeguckt haben? Vielleicht ist es so, wenn man eine geilere Schaufel hat als dieses Stück Holz, was wir da auf dem Rücken haben, vielleicht geht das schneller. Das wird dann mit Sicherheit schneller gehen. Wir haben es ja schon auf 5-fach gestellt. Und ein Tunnelbuddeln ist einfach nur dafür da, um an die Erze zu kommen, die man auslotet, so wie wir es in der letzten Folge so angedeutet haben. Immer in einem kleinen Range irgendwann sich rantasten, wo das Erz sich befindet. Deswegen ist das Tunneling ist sehr schwierig. Also wenn der Jack von dem Material gefunden hat, dann... Was denn? Jack, du Arsch. Entschuldigung. Hat das jetzt Shutter schon geflattet auf 7? Ja. Oh, bei mir in der Folge kann man das sehen. Ja, okay, wir wollten es noch erklären. Also, ein Haus brauchen wir eine Fläche von 4x4, diesem Kästchen hier. Wir stellen uns vielleicht mal hier auf die Stelle und sagen einfach bei Terraforming Observe. Genau. Und dann seht ihr hier, man kann sich auch bewegen, das wusste ich zum Beispiel bis eben nicht. Man kann sich hier bewegen, man sieht sich nur auf einem gewissen Range und man braucht eine 4x4 Fläche, nämlich diesen Bereich. Und wie ihr seht, haben wir das alles schon auf 7 bekommen mit Flatten Ground. Nee, nicht mit Flatten Ground, oder? Lower Ground und Lower Ground. Lower Ground müsste das auf eine Höhe bringen. Jetzt ob 7 oder 10 ist, ist völlig egal. Genau, und aber dann reicht das noch nicht. Nein, das wäre zu einfach. Jetzt ist zwar alles gleich hoch, aber es ist noch nicht genügend. Und zwar, ich stelle mich jetzt mal auf dieses Feld. Das Feld ist jetzt hier, das hier ist schon richtig, das ist schon grün, wie ihr seht. Und das das Ganze auf die richtige Höhe zu bringen, wo ich jetzt stehe, gucke ich nach unten, mache Rechtsklick und sage bei Terraforming Flatten Ground. Und das mache ich mal als Default. Und ihr guckt, seht ihr, wenn es fertig ist? Genau. Und jetzt klicke ich mit links. Jetzt. Man muss immer mal ein bisschen so hin und her gucken. Der macht nicht, es ist so ein bisschen schwierig. Und der hört auch, irgendwann auf. Okay. Also er hört irgendwann auf mit Flatten Ground, wenn man die richtige Höhe erreicht hat. Er macht es ja quasi flach und passt es an. Die Höhe an sich ist schon richtig. Genau. Jetzt sehe ich aber, glaube ich, nicht die Veränderung. Ah, okay, verstehe. Geil. Danke für die Erklärung. Und jetzt hat er Ohr. Jetzt müsste es stimmen. Jetzt will er nämlich Ohr auf einmal finden. Das ist immer, wenn er fertig ist. Jetzt sind hier sogar 3 insgesamt. Ja, aber ihn habe ich noch gemacht. Nee, ach, der ist falsch. Okay. Genau. Also diese Fläche hier. Ich zeige sie gerade mit meiner Maus. Diese Fläche hier ist unsere 4x4 Fläche. Ich habe den vor mir, habe ich geflattet. Du bist der König. Ich bin ja auch flatten. Ich gehe jetzt hier in meine Ecke. Der Flatter. Also, wenn Bob dabei wäre, wären wir schon längst fertig. Ja. Weil Bob blickt das alles viel schneller. Ihr Mann, 4 Ecken heißt es so schön. Ja, genau. Okay. Aber Bob ist mental dabei. Ach so, Leute, liebe Leute. Jetzt ist das Problem noch. Und das ist tatsächlich, Minjas. Ja. Du bist der Terraforming-Kollege. Ja. Dann müssen wir mal gucken, weil ich glaube, du musst das Haus nachher tatsächlich bauen. Nein, warum denn das? Ich habe übrigens Terraforming mittlerweile Level 42 irgendwie. 42, das ist gut.
Echt? Fast. Ja gut, wir haben es ja höher eingestellt. Also wir haben ja das so gemacht, dass wir hier in einem Let's Play ein bisschen was hinbekommen in der Kennenlernphase. Ja, dass wir schneller skillen. Okay, irgendwie habe ich hier... Ist es schon fertig oder was? Weil ich kann schon wieder nicht flatten. Ja, zwei Felder... Warum ist denn da... Ach, ist egal. Da sind schon viele Felder fertig. Ja, ich habe ja auch ein paar gemacht. Okay. Dann stelle ich mich nochmal hier hin. Ah, ich kann hier... Hä? Ich kann mit Rechtsklick auch in der Ansicht auf die Felder klicken. Was ist denn das? Was passiert denn da? Okay. Boah, Fischkopf siegt. Wie krass. Ja. Das und dann ist er weg, der Stamm. Ja, ich hab's verkackt, Leute. Ich hab den Baum kaputt gesägt und da ist nichts Usefulles rausgekommen. Aber da ist irgendwie in den Säcken ist noch ein Baumstamm drin oder sowas. So ja, aber wir brauchen halt mehr. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, die Bäume haben verschiedene Qualität. Ah, das kann's haben, ja. Und ich glaube, ich kann einfach nicht aus jedem Baum... Ja, ach, jetzt... Nehmt denn, oh, ich will immer jetzt hab ich's. M drücken. Jetzt guck ich, stelle ich mich nochmal hier hin, guck mit dem Fadengotz drauf, geh... Escape und schaue und klicke und es passiert nichts. Nee, ich kann auch nicht klicken. Ja, man muss sich immer ein bisschen bewegen. Also es ist noch nicht so ganz präzise. Und was wollen wir schaffen? 4x4. Nee, ich meine mit dem Klick, mit der Klickgeschichte. Flat Ground. Ich habe halt praktisch mir auf die Default Action das Flatten Ground gesetzt und ach so. Dadurch musst du ein bisschen weit auf den Boden werfen. Okay. Genau, jetzt also links. Ich gehe so lange Holz holen. Okay, und wir versuchen hier den ganzen Kram. Jo. Was ist das mit dem Rechtsklick? Was soll der Quatsch? Was passiert hier? Das blinkt kurz auf grün. Aber. Es passiert nichts. Wer sägt denn hier immer noch? Achso, das ist der Soundbug. Wer sägt denn da? Ja, das haben wir auch wer gemerkt. Sägt an meinem Hintertürchen. Die Töne laufen manchmal weiter, obwohl das die Action schon fertig ist. Stattgefunden wo hat. Wo ist unser Komposthaufen? Wir müssen einen Komposthaufen machen, ne? Ja, wir müssen den Müll hinbauen. Hier, ich will hier meinen Müll hinschmeißen. Ich schmeiß jetzt hier meinen Müll hin. So, und dann muss ich hier und pour on the ground. Jack, flattest du noch? Ja, ich musste ein bisschen was loswerden. Ich bin wieder am Flatten. Konntest du hier Rechtsklick machen? Kann ich hier nicht Rechtsklick machen? Okay. Naja, das ist... Erde ist aber schwer. Ja. Ja, wir müssen... Das Problem ist immer noch, wir können hier nicht sehen... Ah, jetzt 42... Also wir haben uns das Tutorial-Video anguckt, wie einer im Tunnel gedickt hat. Und er hat gesagt, er hat ungefähr 1600 Steine rausgezimmert aus dem Boden, bis das möglich war. Ich gucke jetzt mal, was ich an Kram dabei habe. Leute? Ja? Ja? Wo ist nochmal unser 4x4? Ja, okay, mir ist hier irgendwie ist hier gerade. Hier aus, oben, wo ich gerade jetzt hingehe, ist ein 6, 8, 9, 9er Feld auf einmal geworden. Da auch jetzt! Ja, eben. Hier. Ich versteh nicht. Kaputt. Ah, ich drücke immer Karte. Habt ihr vielleicht die falsche. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab hier Flatten Ground als. Nicht lower. Oh, ja, also zwei Leute sind schon mal. Zwei Felder sind geloadet. Warte, aber ich halte mich da raus, vor dir jetzt, ne? Terraformer hier. Terraformer? Ich hole die. Wie seid hier die Terraformer? Oh, jetzt war wenn aber sehr besteuert. Holt, ich das. Ja, Entschuldigung. Hallo. Observe. So, jetzt nochmal und jetzt. 4x4, also das hier noch, wo das Säckchen liegt. Ne, ist alles gut, alle Felder. Ne, eins ist kaputt. Da hinten in der Ecke ist eins kaputt. Das ist 6,89999. So, jetzt müsste das aber sein. Ach, Bob, du würdest so viel Ruhe hier reinbringen. Das gibt's doch nicht. Ich mache hier Lower Ground und die Scheiße. Flatten Ground sollst du machen. Meine ich doch. Meine ich doch. Entschuldigung. Flatten Ground. Ich mache Lower Ground und die Zahl wird kleiner. Bam. Ich verstehe das gar nicht. Vor allem will er mir jetzt hier sagen, ich hasse das mit diesem Tab und Maus und... Du musst immer diese, wenn eine Meldung kommt, die du nicht wegmachen kannst, musst du Häkchen setzen, ne? Da krieg ich schon keine Meldung mehr. Okay, ich mach die ganze Zeit Holz kaputt und dann kommt nichts mehr raus. Ich höre dich auch als Sägen. Ich höre ihn nicht sägen übrigens. Ich bin schon lange weg. Ja. Echt? Ach, warte. Ach, stimmt. Ja. Ah, jetzt kann eine Aktion kann man nicht abbrechen. Doch, kann man. Escape. Okay. Vor allem kann ich ja nicht mehr aufnehmen jetzt. Alter, das geht mir auf den
Was kann. Achso. Sag! Sag! Ich bin gleich. Ich verhungere gleich. Ah, okay. Will ich jetzt so einen Baum hier an Inspekte? Wieso zeigt er mir da nichts mehr an? Es kann sein, dass er leer ist. Er müsste ja in einem Chat eine Meldung bringen. Ah, jetzt. Major Quality 54. Okay, ich hab's bis hierhin hab ich's geschafft. Jetzt habe ich noch drei Felder und das Feld, was da auf 6,89 ist. Ah, okay, bei dem bin ich jetzt. Wo stehst dran. Du denn? Warte mal, ich guck mal. Ich müsste dich ja sehen. Nee, du bist auf dem falschen Feld. Du bist auf dem falschen Feld. Hier, das hier, wo ich stehe. Siehst du mich? Hör mal auf damit und komm mal auf das Feld, wo ich jetzt genau stehe. Nee, er buddelt ja am falschen. Nein, das ist ja was anderes. Ich hab hier auch ein 699 Feld. Aber dieses Feld ist notwendig, das hier müssen wir noch flatten, wo ich jetzt gerade stehe. Ja, das kannst du ja machen. Ich habe aber hier auch eins und das ist auch notwendig. Aber so. Wozu? Nein, 4x4. Ja. Guck bitte mit Observe dort, wo ich jetzt stehe. Hier ist die Kante, wo ich stehe. Wie sauer er wird. Nee, ich werde nur ungeduldig, weil wir hier eigentlich 4x4 haben und er anscheinend nicht richtig hinkommt. Haben wir nicht, weil ich sehe hier 3x3. Guck mal, Jack, siehst du mich, wo ich mich bewege? Ja. Jetzt siehst du mich nicht mehr, oder? Jetzt bin ich zu weit weg. Nee, jetzt seh ich dich nicht mehr, nee. Komm mal hier auf dieses Feld, bitte, wo ich jetzt stehe. Oh, die Schaufelgeräusche. Guck mal, ich stehe auf dem Kreuz. Stell dich mal hin auf das Kreuz, wo ich jetzt stehe. Das ist die Mitte von unserem 4x4. Also es gibt keine Mitte, aber okay. Also bei mir, darf ich kurz noch sagen... Doch, die Kreuzung rechts. Ist die Mitte. Da oben rechts, genau, da fehlt es. Das ist 6,89. Ja, da. Das muss auf 7, mehr nicht. Ich sag doch, dass irgendwas und falsch Jack kommt. Bei mir sind aber 2. Das ist die Mitte von unserem 4x4, aber hinter meinem, also von dir aus gesehen rechts, ja. Sind 2 nicht dabei. Verstehst du? Also, ich bewege mich nochmal dahin, wo du denkst nicht. Also, Moment, irgendwas... Hier, wo ich stehe, da ist nicht bei mir? Doch, da ist es auf 7. Ja, bei mir nicht. Dann ja, auf 7, aber nicht grün. Naja, das nicht, aber... Ja, ich will's doch grün kriegen. Na, dann mache ich das. Ich hab doch die Skills in Sachen Terraforming. Ihr könnt das ja beide machen. Aber dann mach doch die Ecke, dann mach doch die Ecke erstmal auf 7, das ist doch wichtiger. Oh, jetzt hör ich ja. Quattro Formaggi hier das Buddeln. Das ist oh, wie schwierig. Also, die letzte Folge mit dem Buddeln war schon schwierig. Oh, das musst du machen. Jetzt stell mal vor, du kommst auf einen Server, wo du nichts hast, ja, und dann sind da so andere und die haben schon Schwerter und Pferde und Kanonen und Atombomben, ja. Und die überrennen dich ja in dem Moment. Die sagen ja dann so, guck mal, die Idioten, die wollen eine Fläche gerade kriegen, jetzt streiten sie sich, wie niedlich. Weißt du? Sagst du ja, guck mal da. Eine Fläche gerade kriegen, ich krieg die Tür. Jetzt stell dir mal vor, das ist auf einem Server, wo du irgendwie. Oh, ich höre es immer noch Sägen und ich höre es schaufeln und. Boah. Wann läuft diese Folge? Am Heiligen Sonntag. Da hat der Minja Selbstmord begangen. Oder hat sich die Ohren mit einem Schraubendreher geöffnet? Okay, Oak Tree. Birch Tree. Deswegen kann man die nicht stacken. Also, Jack, wir sind uns einig, wir haben miteinander vorbeigesprochen. Ja. Okay, jetzt noch ein Feld, was jetzt grün werden muss. Das vor mir. Oh, ist das spannend. Das gibt das beste Let's Play, was wir jemals, ja? Wir haben gar keinen Menschen, der für Essen zuständig ist, ne? Ja. Bob der Farmer ist nicht da. Der Bob der Farmer. Aber warum ist der Bob der Farmer nicht da? Weil er nicht kann. Ja, aber da könnte ja jemand anderes nach Wurzeln suchen vielleicht. Also, Jungs und Mädels, kauft euch niemals ein Early Access Spiel, weil dort ist das alles schwierig. So, jetzt bis auf die Ecke. Geil. Okay, nur noch eine Ecke. Wo ist die? Ja, ich guck mal, das könnte lange dauern, ja. Observe, bin ich auf dem richtigen Feld? Ja, ich stehe vom richtigen. Ey, ich mache immer das Holz hier kaputt, ne? Das ist und was müssen wir dann machen auf dem, wenn wir es jetzt... Construction, Material, Preparation. Genau. Create. Furnace. Woo! I can build a furnace. Wo wollt ihr den hin haben? Na, auf jeden Fall nicht hier, wo das Haus... Nee, bau den noch nicht. Das machen wir dann, wenn die Hütte steht. Machen wir im Haus dann. Meinst du, das geht? Ja, klar. Ja, ist alles. Wir haben es geschafft. 4x4. Okay, warte. Hütte bauen kannst nur du, oder was? Jetzt würde ich auch gerne wissen, wie das geht. Aber es ist schön gerade, die Sonne geht unter und gleich seht ihr nichts mehr. Ja, bitte. Drück doch mal L. L, ja. Mhm. Und wie ist das Level bei dir? Wo? Bei Terraforming. Also wie weit? Bist du schon bei Construction? Da habe ich aber 0. Okay, aber das ist schon grün bei dir. Ich könnte skillen, ja.
Weil ach so, es kann halt sein, Rocks for Building steht hier irgendwann. Ja, für shape unser small rocks for building keine. Steht hier. Für unser Gebäude brauchen wir erstmal keine. Moment. Das heißt, wenn du jetzt auf der Fläche stehst, müsstest du eigentlich... Ja, wenn ich hier irgendwo hingucke... Construction... Was ist denn los? Ach, ich hab Tab, ich komme nur auf Escape, ich Idiot. Construction, Preparation, Create. Nee, kann ich nur ein Furnace. Aber wie heißt das? Das heißt Construction, wenn du auf den Boden guckst. Construction Materials Preparation. Das brauchen wir, genau. Aber da kann ich nur, wie gesagt, Create sagen und da ist nix. Okay, aber der Reiter heißt Construction. Ja. Weil den habe ich gar nicht erst. Ja, ich habe den auch. Okay, also was wir brauchen ist Construction, Dings are Preparation. Ja. Und wie kriegen wir das hin, wenn du noch weiter hochskillst oder was? Ja, keine Ahnung. Ich habe einen Furnace, den habe ich ja schon seit Ewigkeiten und Jackie anscheinend auch. Na, seit Ewigkeiten müsste ich nicht, aber... Nee, aber da musst du noch ein bisschen Terraform. Oh, ich höre ihr Schippen und Segen um mich herum. Ich muss mir schnell weg. Hört ihr auch diese Geräusche? Nein, wieso? Ist alles in Ordnung. Hört ihr Bob? Welchen Bob? Wer ist Bob? Die Stimme aus dem Off. Lass uns mal ein paar Steine holen, weil ich glaube, wir brauchen Steine für irgendwas. Für das Haus nicht. Also ich würde jetzt mal gerne Steine aufsammeln. Und zwar, das hat den Grund, das habe ich vorhin beim Diggen gemacht. Da gehe ich mal hinten diggen. Diggen. Keine dicken Titten. Oh, die Sonne geht unter, ist total scheiße. Kann mal einer ein Campfire in der Nähe von unserem flatten Ground setzen, bitte? Ja, klar. Und kann okay, mal kümmere ich mich drum. Ja, und dann hau mal die Hölzer rein, die Gesundheit. Danke. Die Fischkopf hat auch diese Baumstämme gemacht und die kann man gut verfeuern da drin. Die brennen auch richtig lang, dann haben wir ein bisschen Licht. Einen habe ich. Und übrigens, dicke Tunnel ist der das heißt nicht dicke Titten, ist der Default, um wirklich was zu machen. Dieses Downward und Upward macht man erst, wenn man praktisch in einem Tunnel drin steht. Ja. Okay. Okay. Ich bin jetzt richtig sauer, dass ich nicht das Haus baue nachher. Warum? Wieso baue ich denn das Haus? Ist doch Quatsch. Na, du bist halt der Architekt bei uns, wenn dir das mal aufgefallen ist. Dein letzter Skill ist Architektur oder so. Von dem Terraforming? Ja. Architecture. Das ist ja blöd. Build Castle Walls. Aber hier, boah, muss doch hier ein Stück Haus. Es hat hingehauen jetzt mit dem Abbauen der Erde. Ich bin jetzt wirklich hier noch in einer größeren Grube drin. Echt? Ja. Und deswegen, jetzt kann ich hier nämlich wieder nach unten mit dicke Tunnel. Jetzt gehe ich wieder noch ein tiefer. Jetzt müsste ich nämlich Stein eigentlich kriegen. Also den Stein kann ich ja angeblich in irgendwelche Backsteine machen. Aber das kann... Was ist denn damit? Das steht doch in meinem Skilltree. Guck mal, hier bei nochmal, wir gehen es nochmal durch. Terraforming, ja. Das erste ist, ich kann das Terrain lowern und raisen. Das nächste, ich kann es flatten. Das ist mit Level 30. Und das mit Level 60 ist, kann dicke Tunnel. Mehr gibt's nicht. Hör auf zu lachen. Ich kann mich nicht konzentrieren. So, und jetzt als nächste Aktion in meinem Skilltree kommt, can shape rocks for different stone objects. Ja? Ja. Okay, jetzt gucke ich mal. Jetzt müsste ich ja... Oh, ich komme immer auf Escape. Warum komme ich immer auf Escape? Und jetzt müsste ich ja mal im Inventar durch meinen Tunnel graben. Ich übersetze es jetzt einfach. Müsste ich Steine haben. Nö, wie bin ich denn vorhin an Steine gekommen? Irgendwas habe ich doch gemacht, dass ich an Steine kam. Ach, Moment, ich weiß es. Ich habe hier vorne an dieser... Hier sind noch virtuelle Arbeiter und die sägen und buddeln. Ja, das sind die... Oh, ist das laut. Dieses Spiel, dieses... Das war doch schwierig. So, irgendwo war doch hier eine Fläche mit Steinen... Ja, jetzt ist er aus der Puste auch noch. Jetzt habe ich nicht nur... Nee, ich habe auch noch... So, wo war hier die Fläche mit... Oh, schwierig. Wir sind schon bei 19 Minuten. Was haben wir gemacht? Und Bob getrauert. Wir haben viel Sachen gemacht. Wir haben Flatten Crown gemacht. Wie ist nicht passiert in letzter Zeit, ja? Nee, es ist auf jeden Fall... Sau viel passiert. Wir haben den Server auch schon auf schnell gestellt. Sau viel. Also... Eigentlich ist es doch schwierig, oder? Also jetzt mal, lass mal das Let's Play beiseite. Ich glaube, übrigens von der Einstellung her macht es Sinn, wenn man alles auf gleich stellt irgendwie. Zwar niedriges Level, aber sich nicht spezialisiert, weil du brauchst doch eben alles. Meinst du? Ja. Naja, also, Prospecting hat bis jetzt noch gar nichts gebracht. Das ist zwar unwichtig, ob man jetzt schon Silber finden kann. Oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Mir hätte mehr gebracht, wenn ich auch Holz verarbeiten könnte oder so.
Ja, also so wie wir es gemacht haben, ist falsch, aber so ein bisschen ist schon... Sicher, macht es schon Sinn, jetzt zeig, vergessen. Oh. Ich frage mich, wie ich von den Steinen bekommen habe. Was habe ich denn gemacht? Ich hatte auf einmal den Tafelsteine. Du hast oben gegraben, bei diesem Stein, da wo wir noch die Flintstones gefunden haben. Ja, da bin ich jetzt gerade, so, jetzt gucke ich mal ins Inventar. Ground. Ja, jetzt habe ich Steine, 30 Stück. Oder ist so ein Stein? Komm, Tooltip. Marble habe ich. Und das ist Flintstone. Rocks habe ich oben gefunden, auf dem Berg. Also persönlich. Ja? Ja. Wie hast du das? Ja? Bin hochgelogen. Und dann einfach gerade hoch. Hier in irgendeinem Schild, wo das Campfire irgendwann entstehen soll. Ja, es entsteht jetzt sofort. Da ist jetzt ein Sack. Und in diesem Sack sind die ganzen Holzsachen, die wir haben. Okay. Und ich hoffe, dass der da halt bleibt. Oh, diese Geräusche, ey. Durch den Geisterfriedhof. Es ist halt Alpha, Early Access, verdammt. So, ich bin jetzt oben am Berg. Was hast du hier gemacht? Oben am Berg, bin weit oben am Berg gewesen. Ach, und dann das muss hier reichen. Okay. Und dann dicke Tunnel oder was? Lower Ground. Ah, okay, probiere ich dann gleich nochmal. Ich habe jetzt dicke Tunnel gemacht und gucken mal, ob ich was kriege. Leute? Ja? Ich habe... Feuer. ...die Voice-Chat-Volume runtergedreht und jetzt höre ich den Quatsch nicht mehr. Echt jetzt? Aber ich glaube, ich höre jetzt auch nicht mehr andere Sachen. Da bist du auf dem gleichen Level wie Bob. High five. Gratulation. Da wäre gemein übrigens. Add some fuel. Was ist ein Fuel? Also hier gibt es noch Marble. Zum Beispiel hier so ein Stück Holz hier, warte. Barks. Light on. Kann ich jetzt einen Apfel braten? Ein Apfel braten. Ich habe übrigens Äpfel gefunden. Schon erwähnt? Also du hast Rocks richtig bekommen? Ja. Alter, was ein Feuer, wa? Und da warst du ganz oben am Berg. Sagt. Also ich würde sagen... Ja? Das war's für die Folge. Nein. Nein! Nein, wir haben nur Flattened Ground gemacht. Ich will noch gucken, ob man aus Steinen irgendwie was Sinnvolles hinterherstellen kann. Sonst kann ich nicht schlafen. Und die Zuschauer auch nicht. Wir haben Sonntag. Die müssen morgen arbeiten. Stell dir mal vor, die können nicht schlafen. Die sind völlig übermüdet. Nein, wir haben morgen Montag. So rum, wir haben heute Sonntag. Das wollte ich damit sagen. Herr Fleischermann, ich brauche jetzt nochmal schnell eine Hilfe, wo du Steine gefunden hast. Auf dem Berg. Und zwar ganz, ganz, ganz oben. Ich nehme mal hier die dunkle Stelle. Aber man findet Rocks, glaube ich, auch. Und zwar sah das so aus wie die bisschen größere Kiesel, kannst du sagen. Ich nehme nochmal das hier. Das ist ein dunkler Stein. Was kann man denn noch aus hier... Was ist das? Rock, 50 Stück bekommen. So. Whoa. Bam. Also ist der dunkle Stein. Oh ja, die sehen groß aus. Mhm, puren Crown. Ich entwurzel jetzt einen Stumpf. Nee, also ich kann daraus keinen, da steht nur Poor on Ground. Du brauchst es, um irgendwas zu craften, das meinte ich. Jetzt habe ich die auf dem Dings. Ja, aber, was ein Staub hier den Berg runterzieht. Kann Wasser nehmen, get water. Ja, das kannst du im Wasser, genau. Da kannst du zum Beispiel ein Furnace draus machen. Du brauchst für den Ofen brauchst du Wasser und Clay. Und dann kannst du da einen Ofen draus schmieden. Krass. Clay habe ich übrigens. Ihr Lieben, es wird nicht besser in diesem Spiel. Noch nicht. Noch nicht, aber wir kriegen das raus. Krass dran, Mann. Und bitte gebt uns Tipps und Tricks. Also, sag mal, also, oder sagt uns, wollt ihr das sehen? Also, nein, also, wir haben ja auch fast keine andere Chance. Also, wenn wir aus diesem Spiel ein Let's Play machen, dann haben wir fast keine Chance, das zu umgehen, weil wir müssten so viel ohne euch spielen, dass wir gar keinen... Das, die Zeit haben wir gar nicht. Da könnten wir den Kanal umnennen in Life is Feudal. Ja, Life is Feudal Extreme. Nee, es muss ja auch irgendwie... Wir kommen da schon auf den Zweig. Wenn wir das erstmal richtig verstanden haben, wir werden es mit eurer Hilfe schaffen. Ich habe übrigens Fische gefangen. Es wird besser. Sehr gut. Ey, du hast Fische gefangen? Ja. Nice catch, hat er gesagt. Nice catch. Achso, du hast eine. Stimmt, haben wir das überhaupt gezeigt? Du hast eine Angel. Ich zeige das gerade, ja. Hier angeln. Ah, und ja. Jetzt habe ich wieder eine Stiftung. Kann ich die direkt essen? Nee. Oh, hier buddelt noch jemand. Ja, ich buddel halt nach Essen, aber ich finde nichts. Nein, hier an unserer Baustelle wird noch flattened ground und gesägt. Ich gehe zum Fleischhammer und halt Händchen beim Sonnenuntergang, ihr Lieben.
Ich komme auf. Aber ich stöhne vorher noch, weil ich hier außer Puste bin. Ja, genau. Also, wenn alles gut ist, seht ihr am Dienstag auch den Herrn Bob hier drin in der Odyssee. Hoffentlich, ja. Vielleicht haben wir dann einen Sprung drin, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das kann sein. Also, dass Bob dabei ist, die Chance ist groß. Das wird das nicht so. Das, genau. Wenn ich mal wieder Hörspiel mit Bob. Ja. Na gut, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss. Schöne blaue Augen, schöne blaue Augen. Ah, hallo. Du auch. Ja. Hallo. Hallo. Und er muss sich hier wieder reindrängeln. Hallo. Hau ab! Hallo. Ich mag hier keiner! Hallo. Hallo. Tschüss. Tschüss.